Der frühere Bundesliga-Profi Nikos Liberopoulos, technischer Direktor beim griechischen Meister AEK Athen, warnt seine Profis vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag 18.55 Uhr im Live-Ticker gegen Bayern München vor zu viel Demut. Wir treten daheim gegen eine Weltklasse-Mannschaft an, da kann alles passieren. Die Spieler sollen Respekt vor dem großen Gegner haben, aber keine Angst, sagte der 43-Jährige dem Kicker. Erlebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Liberopoulos, der für Eintracht Frankfurt 50 Bundesligaspiele, 10 Tore, bestritt, will bei den Bayern nicht von Krise sprechen, es sind zuletzt lediglich ein paar Ergebnisse ausgeblieben. Wir täten gut daran, nicht in einer Bayern-Krise unsere Chance zu suchen. Wir müssen selbst über 90 Minuten hochkonzentriert agieren und handeln. Nur so kann man gegen so ein Spitzenteam ein positives Ergebnis holen. Champions League, FC Bayern nur auf Platz 2, die Münchner liegen nach dem 2:0 bei Benfica Lissabon und dem enttäuschenden 1:1 gegen Ajax Amsterdam mit 4 Punkten auf Platz 2 der Gruppe E hinter dem niederländischen Rekordmeister, 4. Athen, 0, ist hinter Benfica, 3, letzter. Wir sind von unserem Team überzeugt und mit Glück, das uns in den ersten beiden Spielen fehlte, können wir die Situation noch drehen, sagte Liberopoulos. Mehr zum FC Bayern und der Champions League.